Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon der Feuergrün Edition. Und ich habe ja gesagt im letzten Part, wir benutzen noch heute den Schutz, weil ich habe keinen Bock mehr auf wilde Pokémon. Wilde Pokémon sind voll scheiße. Ja, und wir können leider nicht mehr rennen. Im letzten Part sind wir ja mit Team Shocket Anhänger geworden, ne? Einfach nur aus dem Grund, weil wir tun immer noch das komische Buchstaben-Pokémon. Das mysteriöse Buchstaben-Pokémon, ja. Auch bekannt als Missing No in anderen Spielen. Und ja, wir brauchten 8 Orden. Und dann der Wächter, der wollte uns auch noch verscheißern und wollte uns weiß machen, dass wir plötzlich 9 brauchen. Wir hätten ihn verprügeln können am liebsten. Nein, ist schon in Ordnung. Er hat uns ja doch durchgelassen, er wollte uns nur verarschen. Na gut. Ich sage, wann der Schutz aufhört zu wirken. Oh, woher kommt mir der Spruch bekannt vor? So, ja. Wir müssen jetzt sämtliche Steine auf die Knöpfe schieben. Wir hatten ja so im letzten Part einen Fehler gemacht, indem ich einfach den ersten Stein bei dem Pokéball, den ich vorhin gerade aufgesammelt habe, falsch verschoben habe. Darum wäre eh alles im Arsch gewesen. Und außerdem brauchten die Pokémon wieder Heilung. Warum? Weil sie nicht vernünftig gegen die hier lebenden Pokémon klarkommen. Ne, also von oben her geht es definitiv bestimmt nicht. Und da greift uns auch schon wieder eins an. Nehmen wir zur Abwechslung mal stark genug hier. Step-Attacke. Wow, 61. Ey, das hat sogar gereicht. Gut, okay, wir kämpfen noch eine Runde. Aber nur ausnahmsweise. Weil ich langsam die Schnauze voll habe. War das jetzt richtig? Ja, das ging nur in die Richtung. Glaube ich. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Feuerzahn. Weiß. Und triff. Es hat nicht gereicht. Nein. Kratzer. Bitte trifft die nächsten definitiv. Definitiv bestimmt trifft er. Und ein Bällchen. Blaze findet Top-Trank. Also wir sollten uns schon mal festhalten. Level 35 sind die nächsten großen Gegner, nehme ich mal an. Also das heißt, notfalls habe ich halt eben demnächst ein paar Sonderbonbons rein. Nein. Das lassen wir mal. Warum ist der Woga geschwächt? Achso, ich glaube, wir hatten im letzten Part noch einen Kampf gehabt. Finale! Ho, ho, ho. Finale! Ho, ho, ho. Nee, ich mag solche Lieder ehrlich gesagt nicht. So, schauen wir mal raus, würde ich eigentlich sagen. Aber wir sind ja immer noch in der Höhle. Na gut, wir haben das Buchstaben-Pokémon auch noch nicht gefunden. Aber das wird kommen. Definitiv bestimmt wird das kommen. Es hat nicht gereicht. Warum habe ich überhaupt die Drachenwut eingesetzt? Ich wollte doch eigentlich den Feuerzahn benutzen. Es liegen überall Steine. Ich kann die Steine nicht mehr sehen. Ein Feuerzahn, wenn ich bitten darf. Vom Feinsten. Mit Schmackes. Okay, ich sehe schon, wir sind mit einer Drachenwut ein bisschen besser bedient. Das reicht ja nicht. So, jetzt bitte Kratzer. Gut. Du hast ja eine Heilung verdient. Beutel. Supertrank. Protex für Heile, Heile, Heile. Ach Leute, ich habe keine Lust mehr auf wilde Pokémon. Ich will schon Schütze ein. Hier komme ich definitiv nicht weiter. Egal wie rum ich schiebe, ich werde hier nicht mehr weiterkommen zu schieben. Also hier oben langt schon einmal nicht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nein. Moment. Bringt mir das überhaupt was? Sieht nicht aus, als ob es mir was bringen würde. Dann schiebe ich den einmal, zweimal. Ne, ich glaube, ich werde trotzdem nicht dran vorbeikommen. Darum schieben wir den mal so und so. Genau. Und jetzt? Ach Leute, ihr verlangt Zeug von mir, wisst ihr das? Das ist ja echt eine Katastrophe mit euch. Okay, ganz ruhig bleiben. Ein Rätsel ganz nach Art des Hauses. Blaze findet Top-Trank. Und so viele Steine. Ich sehe keine Sterne, ich sehe Steine. Muhahaha, war der flach. Findet Sonderbonbon. Schutz wirkt nicht mehr. Leute, Schutz. Ich suche doch nur Schutz. Tja, wie machen wir das am besten? Wir müssen den Mittleren irgendwie verrücken können. Machen wir am besten so und so und so und so. Perfekt. Super gelaufen.
Hyperheiler? War das eben ein Hyperheiler oder ein Hypertrank? Ich hab's nicht ganz gelesen. Gut, hier waren wir schon mal. Halt, stopp, dasselbe! Ich will doch noch den Rest erkunden! Nein! Ihr werdet niemals das pinke Garatos mit dem grünen Sternchen bekommen. Was für ein Ding? Ich habe schon mal was von dem roten gehört, aber ein pinkes mit grünen Sternchen? Ich bin gespannt. Ach. Sag mal, wovon redet der komische Typ? Keine Ahnung, aber so einen Garatos hätte ich gerne mal. Sieht bestimmt richtig männlich aus. Oh ja, männlich, pink. Und grüne Sterne, geil. Männlich wie nie zuvor. Tut nicht so scheinheilig. Ich weiß genau, was ihr da in eurem Labor erschaffen habt. Ich werde dieses Garatos vor euch finden. Maike gibt's nicht mehr. Hey, Neuling, du solltest diesen Typen besser aufhalten. Er hat zwar keine Ahnung, was für ein Pokémon hier suchen, aber er könnte noch gefährlich werden. Nicht, dass er am Ende das Buchstaben-Pokémon vor uns findet. Jo! Hey Neuling, du solltest diesen Typen besser verfolgen. Ja, ja. Wir können mal lieber mal sagen, wie man in diesen komischen Klamotten rennen kann. Gut, okay, wir müssen. Schutz wirkt nicht mehr. Nein, der Schutz hat zu wirken. Wir werden trotzdem unseren Weg finden. Nein, wir kommen hier nicht raus. Nein! Gut, okay, wir versuchen dann nochmal. Shit, wir haben uns verbaut. Also nochmal hier rein, und dann wieder da rein, und probieren wir es erneut. Ja. Scheiße, da bloß ich komme jetzt hier nicht mal raus. Ich fürchte, ich hätte gern die TM-Zerschneider. Wie, nö, ihr lasst mich nicht dort rein, ihr Säcke! Ihr Schweine! Nein! Das finde ich nicht in Ordnung. Wirkt nicht mehr. Och nö, Mann. Da wird man auch gleich wieder angesprungen von irgendeinem Vieh. Ach, das ist heute einfach nicht mein Tag. Und Finale. Woho. Okay, und da gibt's auch gleich wieder einen Supertrank. Halt, stopp. Ich wollte doch noch einen Schutz benutzen. Na schön. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Sigi zu folgen. Okay, hier könnte man noch eventuell durchkommen. Oh, cool. Findet einen Hypertrank. Findet eine Top-Genesung. Gibt's eigentlich, Moment mal, auch sowas wie ein Flugseil? Top-Schutz, Top-Schutz, Unterkompon, Top-Genesung? Ach, mehr nur. Nie gibt's das, was ich mir wünsche. Apropos das, was ich mir wünsche, was zeigt eigentlich jetzt das? Oh, schade, ich sehe ganz normal aus. Ja, das sind ja die Standardorden. Wieso? Er hätte ruhig passende Orden machen können. Shit, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Ich hätte sonst noch was ausprobieren wollen. Das nach oben schieben bringt irgendwie nichts. Wie spinne ich denn jetzt? Denke. Doch, das bringt was. Schieben diesen hier, und diesen hier, und diesen da. Und diesen dort, und diesen hier rüber, und diesen dahin, und diesen dorthin. Bla bla bla, zack zack zack. Schutz wirkt nicht mehr, schon wieder. Ich kann es nicht mehr lesen. So. Okay. Wir speichern mal spaßeshalber. Kann ja nicht schaden. Ist nichts. Ich ahne Schlimmes. Jetzt kommt Rayquaza. Ah, da ist der Sigi. Ob ich alle nochmal heilen sollte? Habe ich noch einen normalen Trank einstecken? Supertrank, Hypertrank, Schutz, Aufwecker, Gegengift, Top-Genesung, Top-Trank, bla 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 bla, Top-Schutz, Sonderbonbon. Okay, ich denke, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich kann nicht mehr. Diese Treppen sind einfach zu viel für mich. Das heißt, du gibst auf? Nein, ich mache nur eine Pause. Trotzdem werde ich das Garados für euch, vor euch finden. Weißt du eigentlich, bin ich gar nicht bei Team Shocket. Ich bin selber auf der Suche nach diesem Pokémon. Dazu benötige ich halt die Mitgliedschaft, um die Siegelstraße betreten zu können. Na dann lass uns Team Shocket doch gemeinsam aufhalten. Klar, nichts wie los. Cool, Mann. Hoffentlich hast du nicht nur den Dratini dabei. Okay. Wir haben uns mit Siggi vertragen. Oh, ich bin zu alt für sowas.
Oh mein Gott, da ist es. Was ist das? Unser Buchstaben-Pokémon. Aber irgendwie ist es jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Ihr wollt gar kein pinkes Garados mit grünen Sternchen fangen? Was? Nein! Was sollen wir damit wollen? Dieses Pokémon ist viel mächtiger. Wir haben es erschaffen, aber wegen so einer blöden Trainerin ist es uns entkommen. Doch nun wird es wieder uns gehören. Nicht, wenn ich euch daran hindere. Sieht aus, als wärst du aber in der Unterzahl. Die Verstärkung ist bereits gekommen. Was? Nein, ich gehöre nicht zu ihrem Team. Flup, 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 darf ich jetzt wieder rennen? Was? Ein Verräter? Was war das für ein Geräusch war? Flup. Darf man jetzt zu dritt angreifen? Oh, Pixel! Oh mein Gott! Oh nein, das Pokémon fängt an, seine Umgebung zu löschen. Oh oh. Bald ist alles nur noch Datenmüll. Was haben wir nur getan? Was um alles in der Welt könnte so ein Pokémon aufhalten? Ich weiß nicht. Dieses Pokémon ist zu mächtig, um von uns aufgehalten zu werden. Das müsste schon ein Gott sein, um gegen das Buch der Pokémon anzukommen. Kappador! Mein Gott, ich hab da vielleicht eine Idee. Kappador! Ach, ich darf mich bewegen, cool, Mann. Schick, 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 das habt ihr euch echt toll einfallen lassen. Es fängt an, die Umgebung zu löschen. Ja, wo schicke Effekte, also mir gefällt das echt riesig. Schutz wirkt nicht mehr, ach, von mir ist der Doktor eben nicht mehr. Oh, tut uns an die Leiter vorweg. Oh, oh. Also das mit den Grafikgeklitsche und Gebacke habt ihr echt gut hingekriegt. Das zu unseren Füßen ist der reinste Datenmüll. Wir werden bald auch so aussehen, wenn wir nichts unternehmen. Wir hätten dieses Pokémon niemals erschaffen dürfen. Oh, schön, dass du es auch schon mal mitkriegst. Aha, verstehe. Von hier kamen wir also. Also dann erstmal hier die Leiter herunter. Nein, ich vergaß. Ich muss meinen Schutz wieder einschalten. Nein. Mir gefällt trotzdem das Datenmüll. Ey, das habt ihr richtig gut einprogrammiert. Ich staune. Ich finde das genial. Also ich staune jetzt wirklich, ne? Also nicht nur wegen der Attacke. So, Kratzer. Mach hier mein Ende. Und Level auf. Yay. Oh, endlich mal eine vernünftige Attacke von einem blöden Kratzer. Brauch kein Schwein. Finde einen Hyperheiler. Dann kommt immer noch der Datenmüll rein. Ey, da kriegt man ja wirklich, ne? Könnte man denken, scheiße, das Spiel hängt sich auf. Oh, hoppala, das war nicht gerade die klügste Idee. Tschüssi. Scheiße. Und keiner kriegt die Erfahrungspunkte. Was soll's? Was für der Topschutz? Aber wisst ihr was? Ich müsste doch noch einen Beleber haben. Die könnte ich doch eigentlich auch jetzt mal verwenden. Na klar, neuen Beleber. Gibt's noch einen Supertrank. Und dann ist alles Paletti. Halt, stopp. Ich wollte noch einen Schutz aktivieren. Und dann kommt langsam wieder die Zeit näher, den Part zu beenden. Nicht mehr viel Zeit. Okay, wo gehst du jetzt raus? Ah, verstehe, alles klar. Alles Rocker. Ja, ich muss nochmal zurück. Ich wollte nochmal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Wir müssen Arceus suchen. Was? Kaum hat's aufgehört? Schon werde ich angegriffen? Das ist Sauerei. Das geht doch nicht. Okay, ein Schlitzer. 46. Ja, das ist in Ordnung. Da greife ich demnächst mit Schlitzer an. Wenn ich wieder angegriffen werde. Ah ja, natürlich. Hm, wir speichern den Spaß erstmal. Ja, hier, hallo? Wir haben dieses Buchstaben-Pokémon noch immer nicht gefunden. Moment, du trägst ja gar keine Uniform. Bleib sofort stehen. Ach, krieg das auch schon mit. Schockethandler Gold schickt Rotom in den Kampf. Och nee, nicht schon wieder die Rotom-Sippe. Welches Level? 18. Das ist ein Witz, oder? Das Level besiegt? Schade. Leider nicht. Dann gibt's ein Feuerzahl. So, und schickt noch einen Rotom in den Kampf. Nein, ich möchte nicht wechseln. Das ist doch Kühlschrank, glaube ich, gewesen. Können wir eigentlich mit Schlitzer angreifen? Nee, das ist trotzdem noch von Typ Geist. Dürft nicht allzu viel Schaden machen. Okay, wie wär's mit dem Feuerzahl, wenn du von Typ Eis bist? Kein Critical Hit? Wie gemein. Na gut. Aber besiegt ist es trotzdem. Hey, wir müssen Klurak schließlich leveln. Nein, ich möchte nicht wechseln. Boah, Rasenmäher! Weg mit dem Rasenmäher!
Blättersturm sollte auch nicht viel Schaden machen. Drachenhut! Yay! Schafft! Schucket, Herr Nagel steht rot um in den Kampf! Ja! Ach, jetzt kommt der Öfne! Öfne! Mama, Promina! Was? Verwirrt? Nein! Ich will nicht verwirrt sein! Dann tausch mal mit, Taboga! Erstauner! Keine Wirkung! Muhahaha! Halt, stopp, das hat auch keine Wirkung, ich Depp! Ja, ich wollte wieder schneller sein als der Gegner. Verdammt! Ja, das kommt davon. Nicht der Effektiv? Scheiße, das war's für Tauboga. Nee, es war doch nichts für Tauboga gewesen. Schwein gehabt. Okay, Tauboga, ist gut durchgehalten, wirst danach geheilt. Schickt. Was schickt er in den Kampf? Ich hab's nicht gelesen. Fuck! Ja, wir probieren es nochmal mit Glutexo. Achso, das ist. Scheiße, nee, die Waschmaschine, das kommt nicht gut. Wir tauschen dich mal aus. Hydro-Pumpe. Ich habe eine gute Spezialverteidigung. Muhahaha. Schattenstoß. 33, immerhin. Aber Mensch, das hier macht ganz schön Schaden dafür, dass es nur 18 auf Level 18 ist. Hast beim ersten Mal auch so viel Schaden gemacht? Schocketantang schickt Rotom in den Kampf. Immer noch nicht genug. Hat sich bald ausgerotumt. Ach ja, genau, der Ventilator fehlt ja auch noch. Feuerzahn! 38. Was war das eigentlich von Typ? Ach, das war ein Lufttyp, Flugtyp. Luft. Ich komm schon auf Sachen. So, Schluss! Flutexo erhält. Verrat, du wirst das bitter bereuen! Du mich auch. So, da würde ich sagen, ich speichere an der Stelle nochmal. Und ich danke euch erstmal wieder vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part im Pokémon Feuergrün auch dabei. Wir wissen ja schon, was unsere nächste Mission ist. Ich habe zumindest eine sehr gute Idee. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.